Test, Test, Test. Weltumsegelung, zweiter Eintrag. Wir sind nun in Kolumbien, in Santa Marta. Aber ich würde mal sagen, wir fangen mal einfach von vorne an. Der Abend vorher war mit Reden, Musik, Trinken, mehr Freunde kennenlernen, die anderen Besatzungen ein bisschen beschnuppern. War ganz interessant, eben mal die anderen kennenzulernen. Es wurde eh nicht so viel getrunken, da ja am nächsten Tag der Start zur Rallye um die Welt um 12 gewesen ist oder sein sollte. War eigentlich ganz lustig, der Start. Alle haben an der Startlinie gezittert und dann um 12 kam das Signal und ab ging die Post. Der Wind war relativ günstig. Und Prost. Und wir waren ja relativ weit vorne. Die Flotte hinter uns ist schon imposant zu sehen, wenn dann so. Du weißt, diese ganze Flotte fängt es an, um die Welt zu segeln. Um die Welt! Das ist alles dabei, vom Katamaran, vom 39-Fußboot bis zum 56-Fußboot. Sind alle dabei. In der Marina wurde gefuscht, wie man hier sieht. Das ist dann, wie es richtig gemacht wird. Und klar wurde natürlich auch geangelt. Natürlich nicht immer was gefangen. Aber wenn dann, wir haben ja schließlich ein Equipment dabei, was, da wird jeder Profi blass. Das hier ist mal ein Bonito. Der ist eigentlich ganz schmackhaft. Der ist festes rotes Fleisch. Frischer Fisch auf jedem Tisch. Mitten auf dem großen Teich, dann guckten auf einmal so Felsen aus dem Wasser. Ein kleines Archipel in der Karibik. Nachts, eher schwierig. Nachts muss man da schon ein bisschen drauf achten, weil es ist ja unbeleuchtet. Aber tagsüber kann man da schon, kann man das schon genießen, da einfach mal durchzufahren. Die Tiefe hat es ja hergegeben. Ist wahrscheinlich mehr so ein Haltepunkt für Vögel, die dann da irgendwie mal ein Päuschen machen. Und jedenfalls sahen die Felsen so aus. Voll geh. Aber wir sind halt mitten durchgefahren. Es war ein schöner Tag, gutes Segelwetter. Der Paraseeler stand wunderschön. Das werden dann so unsere ständigen Begleiter auf der Reise sein. Delfine, Delfine, Delfine. Manchmal hat man so den Eindruck, dass die sich denken, oh, könnt ihr nicht mal ein bisschen schneller fahren. Ist ja echt. Aber die haben sichtlich Spaß, mit dem Boot um die Wette zu schwimmen. So, dann haben wir uns natürlich Santa Marta genähert. Diesmal sind wir sind nachts dort angekommen. Und nächsten Früh dann die ganzen Klarierungsgeschichten und so weiter und so fort. Es dauerte so 2 Tage, dann war da auch die komplette Flotte im Hafen. Natürlich wird über die Toppen geflaggt. Das ist eine neue Marina in Santa Marta, die gibt es erst 3 Jahre, da funktioniert halt alles noch. Da sind die Waschräume noch in Ordnung, die Laundry ist in Ordnung, das WLAN-Netz funktioniert. In die Stadt ist es nicht weit. Also recht durchdacht die ganze Geschichte. Das zweite Boot von links ist die Toujours Belle.
Wir liegen mit dem Heck am Steg. Links davon, das ist ein Motorjacht, kann man kaufen. 198.000 Euro und sie gehört dir. Impressionen aus der Stadt. Ein Tag hatte die ARK für uns so eine Art Willkommensparty organisiert. Und haben den ganzen Tag am Strand zugebracht. Und da ging es wieder um Leute kennenlernen, quatschen. Es hat ja jeder irgendwie 500 Jahre Segelerfahrung, die er an Mann bringen muss. Und Prost. Und ja, man kriegt den Tag auch rum. Zumal wenn man hört, dass in Deutschland gerade irgendwie 30 cm Schnee gefallen sein soll. Das ist unsere Mannschaft, die bisher gefahren ist. Südafrikaner mit ihrem beliebten Cricket-Spiel, wo die Regeln so ein bisschen, eigenartig sind. Also die Leute sind alle durchgehend extrem nett und lesen jeden Wunsch von den Lippen ab. Und man kann mit denen richtig Spaß haben. Das macht schon Laune. Und Spaß hatten wir selber auch, natürlich, logisch.